Schön, dass du dich für mein Smart Home Setup interessierst. Es geht wieder einmal darum, wie ich mein Smart Home so aufbaue, dass ich nicht auf eine Cloud im Internet angewiesen bin. In diesem Video schauen wir uns speziell an, welcher Zigbee Gateway sich für eine Installation mit OpenHub am besten eignet. Also bleib dran! Im Bild seht ihr einige smarte Geräte, davon einige von Lidl, andere von AVM. Die AVM-Geräte, die ihr hier seht, also die mit der großen Fritz-Aufschrift, die werden über den DECT-Funkstandard mit der Fritzbox gekoppelt. Die spielen also in diesem Video keine Rolle. Bei den Geräten von Lidl wiederum sieht es anders aus. Diese werden über den Zigbee-Funkstandard gekoppelt. Tja, eine Fritzbox habt ihr vielleicht. Da könnt ihr Geräte koppeln. Aber beim Zigbee-Funkstandard braucht ihr eine extra Bridge oder ein Gateway. In diesem Video bleiben wir mal bei der Bezeichnung Gateway. Im Bild seht ihr auch schon drei Gateways. Vielleicht habt ihr sie auch schon gefunden. Das offensichtlichste ist dieser hier. Der ist von Lidl. Wenn ich mir diesen Gateway kaufe, muss ich die Lidl-App benutzen. Dieser ist leider nicht kompatibel mit OpenHub und kann für dieses Setup gar nicht eingesetzt werden. Deshalb kommt der einmal zur Seite. Bleiben also noch die zwei anderen Gateways im Bild. Das ist einmal dieser Gateway hier. Das ist ein Konbi von Dresden Elektronik. Das P steht für Foscon. Die Begrifflichkeiten sind da ein bisschen verwirrend. Wir bleiben einfach bei Konbi, so heißt der Stick. Dann gibt es noch von Texas Instruments einen USB-Stick, der hört auf den süßen Namen CC2531. Es dreht sich also in diesem Video um diese beiden Alternativen. Und die haben auch einige Unterschiede, die ich hier einmal erwähnen möchte. Das kann ich am besten erklären, indem ich euch zeige, wie ich ein Gerät koppeln würde. Also ich beschreibe es euch jetzt, ich zeige es euch nicht direkt, viel zu sehen gäbe es da nämlich gar nicht. Nehmen wir mal als Beispiel diesen Schalter von Lidl. Der ist so zwischen 10 und 15 Euro zu bekommen, kann man online bestellen und manchmal gibt es den auch in der Filiale. Möchte ich den nun mit OpenHub verbinden, muss ich den vorher erstmal mit irgendeinem Zigbee Gateway koppeln. Bei der Konbi funktioniert das so, dass ich dieses Teil hier also in den Kopplungsmodus versetze. Dann muss ich in die App gehen von Foscon. Das ist im Grunde eine Web-Oberfläche. Die läuft auch bei mir auf dem Raspberry Pi. Die kann bei euch aber durchaus auch auf Windows laufen. Das ist kein Problem. In dieser App gehe ich dann in den Suchmodus, während dieser Stecker hier im Kopplungsmodus ist. Wenn das beides der Fall ist, kann ich diesen Stecker hier hinzufügen. Dann habe ich ihn aber erst in der Foscon-App hinzugefügt. Oder in der Decons-App. Wie gesagt, die Begrifflichkeiten sind hier verwirrend. Es gibt hier eine App auf jeden Fall. Und App ist hier eigentlich auch schon wieder ein blöder Begriff. Eigentlich ist das ein Webinterface, das ihr seht. Ihr müsst keine App auf dem Smartphone installieren. Spielt keine Rolle, ist einfach zu handhaben. Wissen müsst ihr nur, das in den Kopplungsmodus setzen, mit dem Ding einen Suchlauf starten und dann können die Teile sich verbinden. Geht relativ einfach, gibt es auch eine Anleitung dazu, da ist nichts Besonderes dabei. Gut, dann bin ich mit dem Gerät aber noch nicht in OpenHub. OpenHub ist ja meine Software, die hier auf meinem Raspberry Pi läuft. Was muss ich also hier machen? Als erstes muss ich ein Add-on, ein Binding installieren. Dieses Binding wird zum Glück vom Hersteller selbst zur Verfügung gestellt. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil und erhöht natürlich die ganze Kompatibilität. Dieses Binding sorgt dann wiederum dafür, dass dann das gerade gefundene Gerät dann auch wieder über OpenHub gesteuert werden kann. Man hat also einen Zwischenschritt, möchte ich es mal nennen. Also erst koppeln und dann das Ganze nochmal in OpenHub einfügen. Wie sieht es jetzt hier bei dem Texas Instruments CC2531 aus? Naja, da müssen wir ein bisschen weiter vorne anfangen. Die Konbi benutze ich so, wie sie gedacht ist. Das Teil kommt erstmal mit einer Firmware, mit der ich nichts anfangen kann. Ihr könnt die euch auch vorgeflasht kaufen, das habe ich in dem Fall sogar so gemacht. Hat auch gut funktioniert, aber wenn ihr dann weitere Firmware-Updates haben wollt, dann braucht ihr einen sogenannten Debugger. Der ist für 10 bis 15 Euro zu bekommen und das Flashen der neuen Firmware kann man ganz einfach in Windows machen, auch da muss man sich jetzt nicht groß den Kopf zerbrechen. Also das ist nicht die Hürde, die ein Problem darstellen wird. Es ist eher so ein bisschen das Konzeptionelle zwischen den beiden Geräten, dass das Interessante ist. Hier ist es jetzt so, dass ich, wenn ich den an den Raspberry Pi anschließe, habe ich direkt ein Binding. Ich kann also in die Add-ons gehen
und dort für dieses Gerät ein Binding in OpenHub auswählen. Möchte ich also Geräte hinzufügen, versetze ich hier wieder den Stecker in den Kopplungsmodus, gehe dann in OpenHub in den Suchmodus, tja, und dann sind die beiden gekoppelt. Mir fehlt also der Zwischenschritt mit der Foscon-App hier. Das ist ein großer Vorteil, finde ich zumindest. Auf der anderen Seite habe ich beobachten können, dass gerade bei der Konbi sehr viel entwickelt wird und viele neue Geräte umgesetzt werden, wenn man die auf GitHub meldet. Ich habe wenig Erfahrungswerte mit diesem Teil lesen können. Das hat vielleicht einfach damit zu tun, dass einfach vieles schon kompatibel ist und es gar nicht so viele Probleme gibt. Bei der Konbi zum Beispiel gibt es Kompatibilitätslisten. Das ist recht elegant, wenn man sich also irgendein Smart Home Gerät kauft, kann man da vorher mal drauf schauen, ob dieses Gerät überhaupt auf der Liste zu finden ist. Also meine Empfehlung, wenn ihr mit dem Raspberry Pi und OpenHub rumexperimentieren wollt oder damit auch ganz produktiv euer Smart Home aufbauen wollt, dann werft mal einen Blick sowohl auf die Konbi als auch auf dieses Texas Instruments Teil. Ich kann nicht richtig sagen, was mein Favorit ist. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungswerte einfach mal in die Kommentare schreibt. Was ich bisher ausprobiert habe und gekoppelt habe und rumgespielt habe, hat bei beiden tadellos funktioniert. Mir gefällt hier der Ansatz sehr gut, dass ich eben keine Zwischensoftware brauche. Das hat aber auch nicht wirklich ein Problem dargestellt, da so ein Kopplungsvorgang halt nicht besonders kompliziert ist. Und sobald die Kopplung einmal durchgeführt ist, auch bei der Konbi, dann sehe ich schon in der Inbox von OpenHub, dass es halt neue Geräte gibt. Ich kann mich also nicht so richtig entscheiden, was da besser und was da schlechter ist. Hier ist halt auch der Update-Vorgang ein bisschen eleganter. Man kann halt über USB dann direkt die neue Firmware einspielen. Kann ich alles über die Web-Oberfläche machen und brauche hier nicht diesen Debugger. Aber ja, gut, ist jetzt auch nicht die Hürde, die mich da vor Probleme stellt. Ja, ab jetzt dann bitte eure Meinung in die Kommentare oder vielleicht auch eure Erfahrungen, die ihr mit den Geräten gesammelt habt. Habt ihr zum Beispiel Inkompatibilitäten gehabt? Oder irgendwelche anderen Einrichtungsgeschichten, würde mich wirklich mal interessieren, weil ich bin selber noch so ein bisschen unentschlossen mit den beiden Teilen hier. Nichtsdestotrotz, so viel könnt ihr nicht falsch machen. Wenn ihr also auch so ein ähnliches Setup vorhabt, einfach hier den Raspberry Pi mal in Betrieb nehmen, OpenHub oder OpenHappyN da drauf laufen lassen und dann eins von den beiden Teilen mal in Betrieb nehmen, da kann man auf jeden Fall schon mal ein paar Zigbee-Geräte koppeln. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis dahin, jetzt kommt der Outro und ja, die Videoserie wird weitergehen. Deshalb abonnieren!